Hallo, da bin ich wieder, deine papierliebende Beauty-Mama Elka ist. Und heute gibt es das dritte Unboxing eines Adventskalenders. Der hier ist von Bare Minerals. Den packen wir heute gemeinsam aus. Und damit hallo und herzlich willkommen in meiner Welt. Den Adventskalender von Bare Minerals habe ich bestellt über QVC. Ich habe länger im Netz gesucht, welchen Adventskalender es denn schon gibt und bin da irgendwie auf Bare Minerals gestoßen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nichts von Bare Minerals, wirklich noch gar nichts und hoffe, dass ich mit dem Adventskalender hier da so ein bisschen besseren Einblick auch in die Marke bekomme. Also ich finde das Design hier echt sehr, sehr schön. Sehr modern, mal wieder was anderes. Und ja, ich mache ihn auf. Okay, da ist irgendwie ein Magnetverschluss drin. Kommt auch gleich ein Zettel. Und so schaut der von innen aus. Seht ihr das? Die Seiten sind ziemlich dick, also man kann ihn so auch schön hinstellen und jeden Tag ein Türchen öffnen. Sehr schön. Und ich glaube, dass man das Innenleben dann rausnehmen kann und das dann auch super noch als Box hernehmen könnte. Wirkt nämlich doch recht stabil und hat hier sogar einen Magnetverschluss drin. Tolle Sache. Also auch hier ein bisschen an Nachhaltigkeit gedacht. Der kostet knapp 80 Euro, also halt ein paar Cent drunter. Und ja, jetzt öffnen wir doch mal die Türchen. Also Türchen Nummer 1 ist hier oben. Ich lege den mal vor mir ab. Es geht ein bisschen einfach. Da kommt mir auch gleich irgendetwas in Stiftform, könnte ein Mascara sein, entgegen. Bare Minerals Lash Topia Mega Volume Mineral Based Mascara. Schaut die aus. Also Verpackung gefällt mir schon mal sehr gut. Ich schreibe dann auch auf meinem Blog immer noch mal genau mit dazu, wie viel in dem jeweiligen Produkt drin ist. Also schau da unbedingt mal vorbei. Und immer wenn ich was ausprobiert habe, dann schreibe ich das auch mit dazu. Also die Bürste schaut ganz interessant aus. Den Schmodder da habe ich gerade verursacht. Die ist schön groß. Ja, ich mag ja große Bürsten. Türchen Nummer 2. Oh. Irgendetwas in einer Tube. Komplex. Ion, Complexion, keine Ahnung, Rescue Defense. Eine hydratisierende Creme. So schaut sie aus. Also es sind keine Mini-Größen, also keine Proben, aber es sind auch nicht die Originalgrößen. Also wenn ich das vorher richtig gesehen habe, dann ist es so immer so circa die Hälfte von der Originalgröße. Also so, dass man es echt mal super sich durchtesten kann. Ich habe mir jetzt bloß mal einen Mini-Klecks auf den Handrücken gegeben. Die Nummer 3. Das schaut doch sehr, sehr, sehr nach einem Lippenprodukt aus. Boss Matt. Also hier steht jetzt leider überhaupt nicht, aus welcher Reihe das ist. Oh. Ja, umso wichtiger wird es, dass du einfach auf meinem Blog vorbeischaust. Da schreibe ich das dann alles nochmal mit dazu. So schaut die Farbe aus. Also Bare Minerals ist ja jetzt auch ziemlich bekannt dafür, dass die eher für ein natürliches Make-up sorgen.
Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich brauche jetzt nicht immer so die krassen Farben. Ich muss so eh nicht auf die Straße gehen. Also von dem her. Dann in Tür Nummer 4. Skin Longevity. Boah. Vital Power Infusion. Klingt stark nach Serum. Nach der Reinigung 2 Pumpstöße. Gesicht und Hals auftragen. Morgen und Abend. Ja, und es ist tatsächlich ein Serum. Die Nummer 5. Oh. Hier kommt ein Puderdöschen daher. Ein Bronzer. Also ich finde auch, dass die Verpackungen ganz toll ausschauen. Und auch wenn es nicht die Originalgröße ist, muss ich jetzt echt sagen, solche Größen reichen mir manchmal. Das ist übrigens die Farbe Warmth. Hoffentlich sind nicht gleich kaputt gegangen. Nein. Er ist noch heil. Zum Glück. Ja, das war gleich mal der ultimative Härtetest. Und ich habe ihn auch hier, weiß nicht, ob man das sieht, aufgetragen. Nur ganz leicht. Ja, ich glaube, mit dem kann ich tatsächlich auch was anfangen. Die Nummer 6. Nikolaus. Also Nikolaus ist gerade das kleinste Türchen, was wir bisher geöffnet haben. Und hier ist ein kleiner Tiegel drin, den ich rauskriegen würde. Das ist die Farbe Nude Beach. Schaut jetzt sehr nach einem losen Lidschatten aus. Also die sind auch hier tatsächlich nochmal richtig zu. Also ist alles gut verpackt. So, ich hole mir mal ein bisschen Produkt raus. Oh, das schaut echt toll aus. Also er hat echt einen ganz tollen Schimmer. Lässt sich super auftragen. Ja, und es ist tatsächlich ein Lidschatten. Also es war nicht schlimm, dass das Türchen zum Nikolaus so klein war. Die Nummer 7 schaut jetzt wieder sehr verdächtig nach einem Lippenprodukt aus. Hier ist irgendetwas aus der Serie Bear Pro drin. Ja, hier steht jetzt keine Farbnummer drauf. Das ist der Bear Pro Longwear Lipstick in Petal. Also der untere ist es jetzt. Fühlt sich ganz toll an beim Auftrag. Es ist wirklich auch viel Pflege mit drin. Nummer 8. Ein langes, großes Türchen. Hier kommt eine Tube. Oh, und hier ist eine Maske drin. Eine Gold Mask. Sehr schön. Nummer 9. Also bislang gefällt er mir echt gut. Oh, jetzt kommt was Großes. Sehr abwechslungsreich. Schauen wir mal, ob das so bleibt. Und hier ist jetzt wirklich was richtig Großes. Bare Minerals Mineral Wheel. Das ist so ein Finishing. Puder, Powder, wie auch immer ihr wollt. Und hier sind wieder meine liebsten Verpackungen. Ich mache es jetzt nicht auf. Ich hole mir da ein Spezialwerkzeug, nämlich tatsächlich eine Zange, um dieses Teil hier einfach aufzumachen. An der Seite seht ihr auch ein bisschen die Farbe.
Wie gesagt, das ist ein Finishing Powder, das ist aber ein bisschen eingefärbt, also das ist nicht translucent. Und wenn ich richtig informiert bin, dann gibt es davon eh nicht mehrere Farben. Dann ist das die Farbe. Vielleicht haben sie noch ein transparentes, aber das ist dann eine andere Serie. 10. Bare Minerals Primetime. Ein Primer. Ist das jetzt speziell ein Primer? Das andere war ja eher eine hydratisierende Creme, die man aber natürlich auch unterm Make-up nehmen kann. Bin ich schon sehr gespannt, wie die sind, wie die sich so verhalten, ob die Unterschiede machen oder ob man sagt, wurscht, welchen man davon nimmt. Ich merke keinen Unterschied. Die 11. Da kommt ein Setting Spray. Ja. Also ich wusste echt nicht, dass Bare Minerals so viele Produkte hat. Sie ist auch ein Pumpsprüher dran. Tolle Sache. Ich kenne Bare Minerals eigentlich wirklich nur von dieser pudrigen Foundation. Und ja, die wollte ich eben mal ausprobieren und so bin ich auch auf den Adventskalender gestoßen. Die 12. Hier kommt wieder ein kleines Döschen daher. Das ist ein pudriger Blush. Oh, Golden Gate. Klingt jetzt sehr schimmrig. Ich nehme alles zurück. Also das ist auch, die Produkte lassen sich echt schön auftragen. Es fühlt sich gut auf der Haut an. Also ich glaube, hier macht mir das Testen echt Spaß. Die 13. Meine Glückszahl. Jetzt muss wieder was Tolles drin sein. Und hier ist... hier steht jetzt direkt mal drauf. Bare Minerals Gen Nude. Wieder ein Lippenprodukt. Everything. Sehr schön. Also die Farben gefallen mir auch echt gut. Und man merkt, der ist ganz anders. Das ist so ein richtiger Lipgloss eher. Vom Auftrag her, wie die zwei anderen, die ich hatte. Die 14. Also bislang wurde ich echt von keinem Türchen irgendwie enttäuscht. Lash Domination Volumizing Mascara. Also sieht echt cool aus. Ich zeige euch mal die Verpackung. Sie sind so gedreht. Oh, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Bürstchen. Das ist eher so ein, ja, so ein Silikonbürstchen. Das ist in sich gedreht. Ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennen könnt. Also wirklich ganz anders als bei dem ersten Mascara. Tolle Sache. 15. Hier ist wieder ein Tiegel drin. Die wollen immer ein bisschen schwer los. Und zwar haben wir hier nochmal einen Blush in der Farbe Hint. Und was ich auch schon mal sehr ansprechend finde, also es ist ja alles zu, so wie sich das gehört, aber man hat hier, wie ihr das sehen könnt, eben so ein Abreißteil dran. Also ich muss hier nicht ewig rumfummeln. Ist das wirklich ein Blush? Weil der schimmert mir jetzt zu kalt. Hier habe ich jetzt diesen Hint drauf. Warm Pink nennt er sich. Und das war den wir vorher hatten. Also das weiß ich jetzt noch nicht, ob das meine Farbe wird. Die Nummer 16. Nochmal ein Tiegel. Das ist jetzt wieder die kleinere Variante. Dürfte damit ein Eyeshadow sein. Schauen wir es mal hinten drauf. In der Farbe Queen Tiffany. Doch der fühlt sich beim Auftragen wieder echt super toll an. Kommen wir zu Nummer 17.
Hier ist, wow, ein Highlighter drin. Also schaut, bei denen steht es dann auch drauf. In der Farbe Free, und das ist ein Champagnerton. Die 18. Schaut wieder sehr nach Lippenprodukt aus. Das ist auch ein Lippenprodukt in der Farbe Heartbreaker. Also der fühlt sich beim Auftrag ziemlich ähnlich mit dem vorhergehenden an. Könnte jetzt aus der gleichen, ja, Linie kommen. Die Nummer 19. Hier haben wir wieder einen kleinen Tiegel in der Farbe Heart. Und auch das ist wieder ein Lidschatten. Und dann kommen wir auch schon zur 20. Hier ist jetzt wieder was Größeres drin. Bare Minerals Gen Nude. Ein Powder Blush in der Farbe Pink Me Up. Also echt ein schöner Ton, wie ich finde. Die 21. Hier kommt wieder ein Lippenprodukt in der Farbe Swank. Die 22, ein bisschen länger, aber auch das schaut nach Lippenprodukt aus. Oh, das ist jetzt ein Lipgloss, nochmal in einer ganz anderen Farbe. Die 23, hier haben wir nochmal einen Tiegel, wenn er denn raus möchte. Ja, hier haben wir nochmal einen pudrigen Bronzer in der Farbe Photon. Der hat deutliche Glitzerpartikel. Da muss ich mal schauen, wie ich mit dem klarkomme, denn bei Bronzer bin ich tatsächlich noch sehr, sehr zurückhaltend. Und jetzt Türchen Nummer 24. Aufgrund der Form würde ich sagen, es ist nochmal ein Lippenprodukt drin. Und es ist, ich habe keine Ahnung, ob es ein Lippenprodukt ist, irgendetwas in 24 Karat. Ja, tatsächlich ist es nochmal ein Lipgloss. Ja, und dann haben wir auch schon alle 24 Türchen geöffnet. Ich hoffe, dass ich das hier irgendwie schön rauskriege, dass ich die Box an sich noch hernehmen kann, weil die schaut echt super schick aus. Und jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst. Also wir haben zwei Mascara drin, einen Highlighter, dann das Mineral Wheel Finishing Powder, einen Powder Bronzer und einen in der losen Variante. Dann haben wir drei verschiedene Blushes, zweimal in der pudrigen Variante und einmal in der gepressten. Drei lose Lidschatten. Die Farben passen alle super toll zusammen. Und es sind 7 Lippenprodukte, das ist jetzt ein bisschen viel für meinen Geschmack. Ja, vielleicht trage ich ja einfach mit Bare Minerals demnächst jetzt noch mehr Power auf den Lippen, weil die Farben an sich gefallen mir echt gut. Ich habe sie euch ja gezeigt, extra alle nebeneinander. Und dann haben wir noch 5. Ja, ich nenne es jetzt einfach mal Pflegeprodukte. Ein Setting Spray, dann das war eben die Creme, also halt die hydratisierende Creme, auch sehr gut gerade unter das Make-up. Den Primer, das Serum und die Goldmaske. Die Mischung gefällt mir gut. Ich finde die Größen sehr ansprechend, also es sind keine Probegrößen, sie sind schon größer. Es ist immer so, also bei den meisten Sachen zumindest, die Hälfte der Originalgröße.
Und ja, ich blende hier auch mal den Wert ein. Ich versuche ihn zusammenzurechnen. Es ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Ja, weil einfach auf jeder Internetseite gefühlt ein anderer Preis zustande kommt. Und ich rechne das dann halt einfach um. Und ja, also zum Testen finde ich es echt super. Eine Foundation möchte ich auch unbedingt noch von Bare Minerals probieren. Bin jetzt aber überhaupt nicht böse, dass die hier im Adventskalender nicht mit drin ist. Weil, ja, das ist einfach so schwer, da auch den Hautton zu finden. Also was hier drin ist, ist eben dieses Finishing Powder. Das gibt es eh nur in der einen Farbe. Also deswegen finde ich das toll, dass das drin ist. Und werde mir dann doch noch eben das die passende Foundation dazu aussuchen. Bin schon gespannt, wie sie sich denn so bewähren, ob ich mit den Produkten klarkomme, ob ich vielleicht ein bisschen bei Bare Minerals bleibe oder sage, nee, ist halt überhaupt nicht so mein Ding. Keine Ahnung. Wenn du Erfahrungen mit Bare Minerals hast und irgendwelche Tipps, egal ob Top oder Flop, dann schreib mir das doch unten einfach mal in die Kommentare rein. Würde mich riesig freuen. So, und dann habe ich jetzt genug gequatscht. Das war's mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und freue mich über einen Daumen nach oben. Abonniere unbedingt meinen Kanal und schau auch mal auf Instagram vorbei. Ich stelle dir die Sachen auch nochmal alle so ein bisschen zusammengefasst auf meinem Blog vor. Also schau da auch gern einfach nochmal mit vorbei. Ja, und dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal. Deine LKS.